Reiko Rodriguez Plata, der Trainer von SV Vector. Da kommt er. Hallo Reiko! Sagst du, warst du schon da? Also kommt der Pressekonferenz. Jens Häuser war noch im Interview beschäftigt. Ole Stabik, unsere Nummer 7, auch dabei. Endergebnis des Spiels heute 35-25. Reiko, natürlich bist du mit dem Ergebnis nicht zufrieden, das weiß ich. Der Anfang lief ja aus eurer Sicht eigentlich ganz gut. Dann kippte das ein bisschen. Woran lag es aus deiner Sicht? Jährliches Spiel, jeden Tag. Konzentration, einfach Konzentration. Wir haben heute die ganze Woche, die letzte Woche, viel gesprochen, dass wir müssen letztes Jahr einfach dran bleiben. Wir haben das gesagt. Wir waren da und ja, hat auch viele Probleme. Dann einfach wieder nicht wie Tim, nicht wie Mansas. Wir wollten das nicht machen. Die Spieler haben einfach allein, jeder Spieler wollte machen, was er wollte. Und nicht. Also, das müssen wir noch viel arbeiten. Es gibt viele neue Spieler, aber trotzdem. Ja, das und ja, natürlich die Twitter von Hamburg waren richtig klasse. Ja, wenn du 17 Mal 6 Meter alleine, 6 Meter Höhe, und dann die Twitter halten, dreimal 10 Meter. Ja, das ist klasse. Danke, Reiko. Ja, ich habe mit Dominik auch eben kurz gesprochen. Ich glaube, er hat 15 Paraden bei sich gezählt, war, wie es vom Torhüter ist, okay, zufrieden. So ganz zufrieden ist er, glaube ich, nie, der Tobi. Jens, wie ist es für dich? Das letzte Spiel war ja nun ganz anders. Da habt ihr euch einiges vorgenommen. Bist du jetzt zufrieden und sagst, genau das haben wir umgesetzt, was wir wollten? Danke für die Antwort. Nein, es ist tatsächlich, natürlich haben wir heute mit 10 Toren gewonnen, das freut mich extrem. Wir haben auch wieder vor heimischem Publikum super gespielt. Wir dürfen aber bei all dieser Euphorie, die wir hier zu Hause auch entfachen, nicht vergessen, dass wir auch auswärts punkten müssen. Auswärts haben wir jetzt 50% gewonnen und die anderen 50 nicht. Und da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir da auch in der Fremde, wenn da eine ganze Halle gegen uns ist und nicht für uns, dass wir da besser bestehen können. Heute haben wir sehr viel umgesetzt von dem, was wir wollten. Wir haben in der Abwehr sehr geschlossen gestanden, auch wenn hin und wieder einfache Bälle durchgerutscht sind. Aber das soll jetzt nicht doof klingen, aber das war so ein klein bisschen auch zugelassen, dass wir andere Räume zustellen. Und dadurch öffnen sich natürlich auch wieder gewisse Räume, die wir dann nicht so richtig decken können. Wir wussten um die Stärke, wir wussten, dass der Rückraum sehr, sehr stark ist. Und wenn wir offensiver werden, dass dann der Kreisläufer sehr viel Platz bekommt. Das wollten wir alles ein bisschen einschränken, haben es zum großen Teil auch geschafft. Mit 25 Toren bin ich grundsätzlich sehr zufrieden. Und wir haben aber auch gesehen, dass es noch eine Menge zu tun gibt. Dankeschön. Danke dir. Ja, Ole lacht schon ein bisschen, weil er weiß, welche Frage er von mir kriegt. Ole hat 4 Tore heute gemacht, das ist ja schon mal super. Über ein Thema müssen wir trotzdem mal reden, und das betrifft ja nicht nur dich, sondern alle 7-Meter-Schützen. Osse, also Lukas hat er gut getroffen danach, aber das zieht sich ja ein bisschen im Moment wie so ein roter Faden durch. Woran liegt es denn gerade, dass an der 7-Meter-Linie das nicht immer so gut funktioniert wie zum Beispiel vergangene Saison? Ja, man muss dazu sagen, es ist ein sehr sensibles Thema anscheinend. Wir suchen anscheinend seit dem ersten Saisonspiel schon unseren 7-Meter-Schützen. Ich glaube, wir haben ihn jetzt gefunden mit Lukas. Es hat vielleicht einen Moment gedauert, aber ich glaube, Lukas kann man sich gut verlassen. Und dahinter steht ein Felix, dahinter stehe ich, dahinter steht Toto. Und wir sind dann bereit, wenn Lukas dann nicht trifft. Das hast du ja galant gelöst, ne? Einfach mal zweimal verwerfen und schon wird man nicht mehr gefragt. So kann man es auch machen. Ich lasse mal Handwerkern zu Hause so, ne? Okay, jetzt mal zur Euphorie, die Jens ja gerade angesprochen hat. Habt ihr euch jetzt ein bisschen dran gewöhnt? Ich meine, das ist ja schon eine Umstellung gewesen von Liga 4, Liga 3 auf diese Mengen an Zuschauern. Ich meine, wieder 2600, das ist ja eine wahnsinnige Zahl. Habt ihr euch so dran gewöhnt ein bisschen? Ja, in der FOBA damals waren ja auch ab und zu mal ein paar Höllenspiele dabei, wo die Fans richtig gut Stimmung gemacht haben. Es ist hier noch ein bisschen lauter als in der FOBA, muss man dazu sagen. Ja, es ist absolut geil, ne? Mit 2600 Zuschauern in der Halle, hinterm Rücken. Das ist ein Traum. Also ich glaube, jeder aus unserer Mannschaft findet es geil, da einzulaufen. Jeder hat, glaube ich, Gänsehaut, wenn er da einläuft. Und wir hoffen, dass es so bleibt. Und vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Das hoffen wir auch, beim nächsten Spiel vielleicht. Reiko, für euch geht es jetzt weiter gegen die HSG Nord HU, das heißt am 8. Oktober, das wird ein Knallerspiel wahrscheinlich. Ihr seid ja auch Aufsteiger, was hast du dir für das nächste Spiel jetzt vorgenommen, damit es da besser klappt?
Ja, es ist auch fair, natürlich. Wir müssen wiederarbeiten, unsere Konzept daran dann viel, viel arbeiten. Und das ist ein Angriff, wie ich gesagt habe, aufbauen, Druckläufer, in Ruhe bleiben und dann kommt ein Moment. Und dann, du musst diesen Moment nutzen, einfach so. Das ist nicht der Liga, das ist nicht die Oberliga, genau wie wir gesagt haben, das ist ein anderes Tempo. Und ja, okay, das ist mein Ziel. Viel, viel Arbeit, Abwehr, Werbesprache, das Konzept. Wir wussten immer, was der Fall hat, diese Superspieler, Rückraumdienst, okay, Mitte. Und ja, das ist Abwehr, Angriff, aber bitte, einfach. Wünschen wir euch viel Erfolg fürs nächste Heimspiel auf jeden Fall und für den Rest der Saison. Wir sehen uns ja dann in Beckdorf nochmal wieder. Und Jens, es wird immer wieder Position tauschen. Wir sprechen mal über die nächsten Spiele. Die haben es ja auch in sich. Wer Frieden wegkommt, dann geht es zu Grün-Weiß-Werder. Dann geht es nach Aurich. Das heißt, die nächsten Spiele sind auch noch so eine Standortbestimmung, oder? Da merkt man wieder, dass du nicht ganz so viel Ahnung davon hast. Nein, du verzeihst mir das. Nein, es ist tatsächlich so, in jedem Wort, wie ich es meine. Es ist, jedes Spiel muss gespielt sein. Diese Liga ist so, so eng beieinander. Wir sehen es jede Woche in den Ergebnissen. Wir werden letzte Woche mit 12 geschlachtet, gewinnen dieses Mal mit 10. Und das geht so mit allen anderen Mannschaften auch so. Und wenn man da nicht hellwach ist, dann ist es ganz egal, ob du Erster gegen Letzter spielst oder Mittelfeld oder sonst wie was. Du musst jedes Spiel sehr, sehr konzentriert arbeiten. Wenn du das nicht tust, dann hast du grundsätzlich ein Problem. Und darum gucke ich nach wie vor von Spiel zu Spiel. Und jedes einzelne Spiel muss gespielt sein. Und danach können wir uns dann hoffentlich freuen. Okay, wir lernen daraus, guckst nicht auf die Tabelle, sondern einfach nur so, komm, das nächste Spiel gehen wir an. Oder hat fleißig gelegt, hat also Pluspunkte beim Trainer gesammelt, ist auch wichtig. Dann, ja, der muss ja keine 7 Meter mehr werfen. Es wäre so wichtig, wenn Schröli wieder da wäre. Alter, bist du ein Partycrasher, ey. Meine Fresse. Oder ich gebe dir ein Bier aus. Also, vielen Dank. Und wir haben das Bier kostet gar nicht. Ja, deswegen gebe ich euch aus. Jetzt verstehst du es, oder? So, wir haben ja noch eine Frage. Komm mal ganz kurz hier ran, dann kannst du die Frage ganz kurz stellen. Eine Frage zum Thema Schröli und Toto. Wie kam es zu diesem wundersamen Wechsel der Oldies? Warum war der eine nicht dabei? Und wo kam der andere plötzlich her? Das ist ganz einfach zu beantworten. Einen Weltmeister müssen wir im Team haben. Nein, das geht ganz schön arrogantig. Es geht einfach nur darum, dass Schröder jetzt noch ein bisschen ausfällt und die Zeit müssen wir ihm auch geben, dass die Plantarsehne da wieder so zusammen ist, wie wir das brauchen, damit er eben halt wieder flitzen kann. Das heißt, der Ausfall war ja noch länger bekannt. Mit Toto war das eine sehr, sehr kurzfristige Geschichte und da bin ich ihm auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass er sich da nochmal so in den Dienst der Mannschaft gestellt und in den Dienst des Vereins gestellt hat. Das ist wirklich aller wert. Gestern Vormittag mit ihm telefoniert und gestern Abend war er im Training und heute hat er super gespielt. Also, der Toto kann ab und zu noch mal zuschlagen. Ich weiß aber, ich habe ihm Bescheid gesagt, er müsste noch mal kommen, denn er hat das 21. Tor geworfen und das ist ja immer vom Tankop 21 gibt es ein Geschenk. Ist Toto jetzt wenigstens da? Felix? Das ist wieder typisch, ne? Den kannst du es fünfmal sagen, den Toto, dann kommt er nicht. Also wir organisieren ihn nochmal. Ich sage erstmal vielen Dank, Reiko, ihr wollt wahrscheinlich zurückfahren. Viel Erfolg für das nächste Spiel, für den Rest der Saison erstmal. Ein Applaus nochmal für den SV Beckdorf.